So, weiter geht's. Machen wir an dem Punkt weiter, wo wir eben aufgehört haben. Nach dieser echt heftig krassen Szene, was ich schon echt beeindruckend fand. Aber es wurde immer noch nicht erklärt, ob Clive jetzt der Ifrit war oder nicht, der Joshua ja einen Kopf kürzer gemacht hat. Ich meine, genau gesehen haben wir sicher, ob er tot ist, aber schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht, ne? Let's go! Jetzt müssen wir wieder 13 Jahre in der Zukunft sein. Theoretisch. Ja, 13 Jahre später. Geschlafen. Ach, Katakuri wieder. Was ist passiert? Sagen wir mal, Shivas und die Terns. Kleiner Tanz hat die Lage verkompliziert. Und? Wie erwartet, die Eisernen ziehen sich zurück. Dann hinterher. Wir haben einen Mann verloren. Und wenn wir ohne Shivas Kopf zurückkommen, erwartet uns das gleiche Ende. Da versuche ich es lieber mit den Eisernen und sterbe aufrecht im Kampf. Allerdings erst nach dir. Ist immer noch ganz schön verwirrend alles hier. Ich sterbe nicht. Nicht heute. Soll mir recht Wer sein. sind die alle? Nicht sterben. Na dann los jetzt. Die werden nicht auf uns warten. Rückkehr. Zufallsbegegnung. Die Esper-Fertigkeiten Federwirbel und Feuerschweife Phönix können ab jetzt unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü erlernt und gemeistert werden. Vergiss nicht, dass neue erlernte Fertigkeiten unter dem Reiter Ausrüstung und Esper ausgewählt werden müssen. Gewisse Zusatzinhalte sind nun verfügbar und können im Hauptmenü und Reitersystem aufgerufen werden. Wie sollen wir diese... So, Moment mal hier. Erstmal hier. Das ist das, das ist das und hier. Cool. Das können wir jetzt aufwerten oder was? Aber wahrscheinlich nicht hier. Das sind die Cheater-Sachen. Okay. Oh, 196. Dann machen wir das hier noch. Was haben wir jetzt hier alles noch? Nett. Aber gut, den Rest kann ich mir eh nicht leisten. Wo ist denn das? Oh, brauchst aber viele Punkte. Ach so, man kann es natürlich auch verbessern. Aber ist alles zu teuer. Kann man das alles verbessern? Nee. Einiges kann man meistern. Aber das, ich glaube, da kommt noch mehr dazu, als was wir bis jetzt alles sehen. Und hier haben wir unsere Download-Content, den man ja automatisch bekommt, wenn man das Spiel vorbestellt hat. Das würde ich gerne haben. Menge Gil und was ist das? Der Träger, dieses gesagt, Langschwert. Neues Schwert. Okay, Ausrüstung. Oh ja, ist gleich viel besser. Mehr Gil und mehr Erfahrung. Das ist schon mal sehr wichtig. Boah. Aber wie es scheint, kriegt man mehrere Ispa-Fertigkeiten. Im Moment hat er nur Phönix, aber er kriegt definitiv noch Ifrit-Fähigkeiten. Das hat man ja im Trailer auch schon gesehen. Na gut. Monster denn töten, wenn wir es finden? Überhaupt Das nicht. schwärzt sich krass aus. Wir töten nur die Frau, die seine Zügel hält.
Schnellste ist auch nicht gerade. Die Pfade sind alle zerstört. Hier rauszufinden wird die Hölle. Wenigstens gilt das Gleiche für deren Armee und ihren Dominus. Ich denke mal, gegen Shiva und Titan müssen wir auch noch kämpfen. Bei den Flammen. Ja, das sind einige Tote. Man muss aber schon echt zugeben, das Spiel ist ziemlich blutig für ein Final Fantasy. Hatte hätte ich mir gar noch gewünscht. So irgendwo hin. Da sind sie. Ich sehe es. Der Titan scheint die Eisernen ganz schön zugerichtet zu haben. Aber wo ist der Rest? Das kann nicht alles sein. Warte. Oh, Lilly. Nee, Jill. Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Oder? Das ist sie. Der Dominus. Bist du sicher? Die kristallene Orthodoxie ist eine abergläubische Religion der Extreme. Bei den Eisernen wird gelehrt, dass Domini unreine Wesen sind, in Sünde geboren. Nur ihren Priestern ist es gestattet, sie zu erwecken. Und da sind eine Menge. Bringen wir es hinter uns. Es dürfte Chill sein. Shrinkskat! Adion in ihr Sagarit! Ja, das ist Chill. Shiva, Shiva. Okay. Lass das mein Ende sein. Das ist chill. Lust auf etwas heißes Blut? Immer. Hey. Kümmert du dich um das Ziel. Verstanden. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Aber ich muss. Oh. Schön ausgewichen. Dem Eis reinkommt. Aua. Dreckige Espa. Espa, die ist nicht mal verwandelt.
Nicht schlecht. Ihr Blut wird nicht an meinen Händen kleben. Oh, ich habe eigentlich E1 gedrückt. Und tschüss. Shiva ist Dominus bezwungen. Stufe 11. Stufe 11. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Gefrorene Träne. Weiterhin Stahlseide. Aha. Das Crafting hat man bis jetzt noch gar nicht. Ist definitiv chill. Aber nicht. Ja, los, kennst du nicht. Worauf wartest du noch? Jetzt. Nein. Nein, das. Nicht du. Nicht hier. No. Dann mach ich das halt. Alter. Scheiße. Krass geworfen. Sie wollen den Dominus wyvern. Was zur Hölle tust du da? Mordohilda Venra! Beweg deinen Arsch hierher und hilf mir, verdammt nochmal! Verzeiht, Jeff. Was ist los mit dir, Wyvern? Der Dominus. Ich kenne dich. Du kennst dich. Wach auf, Soldat. Glaubst du, das interessiert hier jemanden? Reiß dich zusammen. Nicht ein Tag. Alles verlobst. Befehl, Wyvern. Schlag ihr den Kopf ab, ohne Widerrede. Ich kann nicht und werde nicht. Du willst das Kaiserreich verraten? Verrat. Eurem Kaiser hab ich nie die Treue geschworen. Ihr habt mich vielleicht gebrandmarkt, aber nicht gebrochen. Richtig so. Ich kämpfe nur für mich. Das tue ich nicht. Wenn diese Mission hier fehlschlägt, dann rollen unsere Köpfe. Also holst du jetzt ihren oder ich hole mir deinen. Wie schon gesagt, ich werde hier nicht sterben. Und sie auch nicht. Wir werden sehen. Niemals wissen.
Würde ich jetzt nicht sagen. Knapp vorbei. Das war's. Du mieser Verräter. Diamant. Krass. Virid ist ein Herstellungsmaterial. Was bist du? Auch ein Material. Bin mal gespannt, was man damit herstellen kann. Ich vermute mal, man kann Waffen verbessern, wa? Schade, der mit der besten Synchronstimme stirbt jetzt. Oh. Katakuri ist tot. Da hat jemand Ramu als Ehepaar, hä? Torkel! Du bist... Gelang. Sid! Sid, jawohl. Verdammter Wind. Los, komm mit. Hat er jetzt aber auch noch nicht erkannt, oder? Dass es seiner ist. Ah, das ist falscher Aas. Ne, eins der Aas. Bin mal gespannt, ob die Mutter noch lebt. Ein stolzer Wüstenlöwe. Hättest wohl doch auf den Hasen Acht geben sollen. Ich hatte mir mehr von Titan erwartet. Er lebt auch noch. Im Eissturm hast du getrotzt. Allerdings. Musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich erobern willst. Milady, es donnert. Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Wahr, du verfluchte Schlange, Sid. Macht euch bereit. Wir haben zu tun. Der Titan ist eh noch nicht tot. Chill. Chill. Ist das wirklich du? Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist. Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet, weißt du? Torgal. Hä? Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Witzig.
Hätte gedacht, du wärst eher der Chocobo-Typ. Clive Rossfield. Komm schon. Er ist ein Hexer. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Er hat zwei Schwerter. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen habe ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Kein Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Sid. Der Name kommt auch in jedem Fall in der Fantasy vor. Ich werde dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Jetzt haben wir einen Partner. Ja, der unterstützt uns auch in den Kämpfen. Okay. Hier oben ist seine alte Heimat gewesen. Okay. Ah, es ist schon krass, wie storygetrieben dieses Spiel ist. Viel Freiheit wird man in dem Spiel wohl nicht haben. Folge Sid zum Versteck. Das Versteck Todesland, zentrales Dirm. Die Fäule hat dieses einst blühende Tal zu einem elenden Ort gemacht, an dem sich nur Lebensmüde und Wahnsinnige niederlassen würden. Klingt ja spannend. Da. Wir sind doch mitten im Toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Ich bin gleich wieder da. Und niemand, der sich hierher verirrt. Spaziert. So, bin wieder da. Musst du mal das Licht anmachen. Das Versteck, zentrales Dirm. Wird jetzt so eine Art Heimatbasis, ha? Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hatte gehofft, dass du sie dir mal anguckst. Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Götz, was für ein Name. Aber was ist...
Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Ein neuer Eckstein. Touchpad öffnet eine Karte des Bereichs, in dem du dich gerade befindest. Zielorte von Hauptaufträgen sind auch hier mit dem roten Symbol markiert. Ach, jetzt gibt's eine Karte. Wow. Nach fast 3 Stunden Spielen kommt endlich mal eine Karte. Zur weißen Deichsel, Lagerraum, Tränke. Zum Schokomoppel. Aha. Okay. Kann ich hier noch irgendwas finden? Warte mal, wo geht's denn zu den... Hier vorne rechts. Der Boden im Waschraum hält also wieder. Ah, irgendwie ist da keiner. Hier scheint ein Schmied zu sein. Okay. Na ja, gut, die kennen uns ja auch noch nicht, ne? Dann gehen wir mal zu Sid, mal sehen, was er zu sagen hat. Ein neues Schwert brauche ich auch. Ansonsten ist hier gerade eher nichts, ne? An einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na, gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Was hat er denn für eine Wahl? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. War er's doch nicht als Ifrit? Das ist meine beste Gelegenheit.
Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereit dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Geh in die Halle. Gehen wir mal in die Halle. Oh nein. Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Dachte ich mir. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Obersee rum. Rum. Ja, mal gucken, was wir machen können bei dem. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Schlüsselgegenstand, der ist rum. Spirituose. Wenn du das hier nicht willst, schütt ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Gegenstände herstellen. Bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst. Wähle ein hervorgehobenes Eintrag aus der Liste und halte X, um einen Gegenstand herzustellen oder zu verbessern. Eisengurt. Ja, verstärken kann man nichts. So. Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Hinweise. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware in Karons Bütchen und neuen Schmiedebauplänen im blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem Symbol markiert. Okay. Ich sollte wohl Götz danken. Hab ich jetzt. Ach, hier war das. Okay. Was hat er noch zu sagen? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin?
Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus. Oh, das erste Mal, dass sie nicht komplett reden. Es ist so. Haben sie nicht? Ich dachte, sie hätten das ganze Spiel synchronisiert. Wie auch immer. Huh. Und was darf sein? Ja, da werde ich die Materialien nicht haben. Oh, hier könnte ich noch eiserner Armreif. Ja. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Stärken. Ah, das geht nicht. Ups. Das könnte ich nochmal verbessern. Das muss erstmal reichen. Ah, das war's. Mehr geht nicht. Was ist das? Ja, plus 1, plus 2. Okay. Noch irgendwas Neues? Nee. Das bringst du gleich wieder zurück. Und sag dem Hohlkopf, dass ich nur für Dinge bezahle, die ich auch bestellt habe. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft. Oh, den kennen wir doch. Oder? Du, hol Decken und nicht trödeln. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Das ist immer der Laufbursche hier. Aber ich glaube, der gerade auf dem Boden liegt, den kennen wir. Was mir gerade auffällt, wir haben lange nicht mehr gespeichert, hä? Können ja mal speichern. Die Uhrzeit, Stunden, die Firma gespielt hat, steht leider nicht da. Schade. Wer ist das? Hm? Befreite, kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Sag doch jetzt mal auf, Borsche. Taya war die Frau bei Jill. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnte... Es geht nicht um Jill. Oh, man kann auch wegdrücken. Du bist unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Ha. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach.
Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Charon da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Nebenaufträge freigeschaltet. Oh. Achte auf Charaktere mit dem grünen Ausrufesymbol um den Kopf, da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen Aufträge findest du unter dem Reiter Journal im Hauptmenü. Aufgabenliste. Ja, ist klar. Bis zu 3 Nebenaufträge können hier gleichzeitig angezeigt werden. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie mit Reiter Journal im Hauptmenü auswählst. Okay. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Nemotik, eine immer größer werdende Wissenssammlung rund um Valisthea und das Orchestrion. Ein Automat, mit dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Ja, GEMA-geschützte Musik wahrscheinlich. Beide befinden sich in der Schenke des Verstecks im Schokomoppel. Okay. Wird hier jeder aufgenommen? Ja, wird auch auf dem Radar angezeigt, die Nebenaufträge. Wir gehen jetzt erst einmal hier hin. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken, verkriecht er... Ah, eine Jukebox. Andere Seiten auf dem Hintergrundmusik. Ja, lass mal jetzt mal. Ist bestimmt eh immer geschützte Musik. Du sollst bitte. Hier ist noch jemand. Ah, da oben. Okay. Nicht probieren, bis der Topf. Ah, ein neues Gesicht. Und mit hoffentlich ordentlich Motivation. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. 500 Gil. Deswegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, 3 äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Auftrag angenommen. Warmes Essen. Hatte ich ewig nicht mehr. Dein Essen. Darauf habe ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das ist richtig. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Wenn Sid nicht irgendwelchen Gerüchten nachjagt, hockt er nur noch in seinem Zimmer und brütet über seinen Plan. Bitte. Oh, dicke Nase. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken, verkriecht er sich gleich wieder in sein... Gehen wir mal das letzte ab. Und dann gibt's 500 Gil. War richtig schwer.
Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber iss besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Das war der letzte. Also zurück zu Kenneth. Na klar. Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Das ist krass. Im Versteck sind wir frei. Und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen. Und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Auftrag abgeschlossen. Das war jetzt nicht schwer. Aber es ist, glaube ich, erstmal nur, um die ganzen Charaktere hier kennenzulernen und so. Virid, hey. Das haben wir auf jeden Fall verbraucht. In ganz Valisthea liegen unzählige Schatzkisten verstreut, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Wenn du eine findest, zögere nicht, sie mit X zu öffnen und die Beute zu schnappen. Nur zu beschweren wird sich niemand. Wow. Was für ein Satz. Abzeichen des Schutzes. Karte dauert immer ganz schön lange, die er geladen hat. Da Abzeichen. Erhöht den Verteidigungswert um 10. Machen wir mal rein. Also die Gegenstände hier, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist eigentlich für Leute gedacht, die wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben und sich nicht so mit dem Kampfsystem zurechtfinden können. Wahrscheinlich. Weil das ist schon krass. Ja, warum nicht? Es muss ja nicht jedes Spiel sein wie Dark Souls, ne? Auch wenn ich mich schon sehr auf Dings freue. Ach, wie heißt's? Lies of P. Aber mich auch schon sehr drauf. Ah, hab ich richtig Bock drauf. Wer bist du? Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hyperboreus der Zweite. Okay. Das ist, ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich ja einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Na, dann erzähl mal. Als ich als Kind... Hey, ich muss wieder lesen. Doch vorgefunden habe ich... Wow, den Rest hätten sie auch noch sprechen können. Glücklicherweise... Da hat das Geld anscheinend wohl nicht mehr gereicht, war. Aber ich muss sagen, deutsche Synchro ist top.
Ich glaube nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Die Mnemothek ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdeckt, seien es grundlegende Begriffe, wichtige Persönlichkeiten, Geografie oder die Geschichte Valisteas. Im Verlauf der Handlung wird ihr Harpo, nenne ich jetzt mal, ständig neue Informationen hinzufügen. Hier können auch vergangene Einträge im Kompendium eingesehen werden. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Oh. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Das Geräusch ist sehr oldschool. Ja, es ist halt ein Kompendium mit allen Informationen. Man kann auch suchen. Krass. Ihr seid mir immer willkommen, Clive. So. Was sagt denn die Zeit? Ich würde mal sagen, wir haben jetzt 3 Stunden und 17 Minuten gestreamt. Und das soll es auch erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Ich sag mal so, mir gefällt das Spiel sehr gut. Es ist sehr storygetrieben, das Spiel. Und ja, ich freue mich, das Spiel weiterspielen zu können. Und für euch heißt es hier an meiner Stelle jetzt erst einmal Schluss mit Final Fantasy 16. Falls ihr mehr sehen wollt, es gibt bestimmt auf YouTube noch genug Leute, die streamen. Oder beziehungsweise Let's Plays machen. Und ja, von meiner Seite aus war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und würde mich dann natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder einschaltet. Hier auf meinem Kanal mit eurem Doomsday. Und bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.